Na, das Bündnis Freie Bildung ist ja letztendlich die Idee, dass verschiedene Akteure mit verschiedenen Ausprägungen zusammenkommen und sich auf einen gemeinsamen Nenner verständigen. Und das ist in dem Fall freie und offene Bildung. Und die Forderungen, die wir da formulieren, sind ja letztendlich oder finden letztendlich größeres Gehör dadurch, dass wir uns vereinigen. Und entsprechend ist das Bündnis Freie Bildung der perfekte Ort, um an Meinungsbildung für offene Bildung irgendwie teilzuhaben. Ich stehe für offene Bildung ein, weil ich für Bildung einstehe und letztendlich der Meinung bin, dass Bildung kein Soloprojekt ist, sondern gesellschaftlicher Auftrag und damit auch Mittel für gesellschaftliche Teilhabe. Und die wiederum nicht zu öffnen, sondern zu verschließen, wäre aus meiner Sicht bildungsfeindlich. Von der Öffnung meiner eigenen Bildungsarbeit profitiert ja zunächst mal meine eigene Bildungsarbeit, nämlich dadurch, dass ich sie durch Perspektiven und Meinungen und mögliche Antworten von anderen auch anreichern kann. Und davon profitieren dann hoffentlich auch irgendwann andere, weil meine Bildungsarbeit besser wird und damit auch eine Basis für wiederum die Arbeit anderer liefert, sodass sie dann wiederum auf die Kontexte von anderen angepasst werden kann und letztendlich adaptiert werden kann, sodass meine Arbeit dann tatsächlich auch zugänglich wird für andere. Meinungen und Politik insgesamt, aber auch Haltungen werden inzwischen ja zum Großteil oder zumindest in Teilen auch digital und online ausgehandelt. Und das nicht zu öffnen, erscheint mir irgendwie weltfremd, denn letztendlich ist ja auch Bildung wiederum Mittel zur gesellschaftlichen Teilhabe und damit auch zur Teilhabe an der digitalen Gesellschaft. Das wiederum nicht zu öffnen, wäre aus meiner Sicht schon fast bildungsfeindlich und widerspricht eigentlich der Idee von Bildung. Insofern muss Bildung auch Teil der digitalen Gesellschaft sein. Von der Bundesregierung oder weitergesprochen von der Politik im Feld Open Education wünsche ich mir eigentlich, dass strikte und nachhaltige Verfolgen, ernsthafte Verfolgen von Bildung auf allen Dimensionen, von der Öffnung von Bildung auf allen Dimensionen. Das hat eine Content-Perspektive, Materialperspektive, aber auch eine Software-Perspektive. Das hat auch eine Infrastrukturperspektive. Und das hat auch als zusätzliche Dimension die Ermöglichung von offenen Bildungspraktiken zunächst mal. Also das Schaffen auch von Freiräumen für offene Bildungspraktiken. Dazu kommt aber noch auch wiederum ein Wunsch, den ich persönlich sehr stark habe, nämlich dass auch die Verwaltungsprozesse und die Administrationsprozesse gerade im Kontext Bildung, aber auch in Bezug auf Öffnung von Bildung transparenter gemacht werden und nachvollziehbarer gemacht werden, weil letztendlich das auch Vertrauen schafft.